Stimme läuft. Fuck, die Musik hat gewechselt. Ich weiß nicht, wie man Battle of the Heroes summen soll. Ententeich ist online, der Server. Den habe ich vermisst, das war eben der Bekannte. Mir wurde im Server empfohlen, Imperial irgendwas ist nicht online. So, wir nehmen wieder Star Wir Wars haben einen Battlefront Kommandoposten eingenommen. 2 auf. Wir sind im im jetzt gerade meistbesuchtesten Server, online SWGO NYC, New York City Ein Kommandoposten ist vielleicht. Der nicht mehr unter der Ping Kontrolle des könnte Imperiums. hoch sein, aber ja, 150er Ein Ping, aber Kommandoposten ist bei unter den anderen feindlicher schaut es nicht Kontrolle. besser Unsere aus. Verstärkung wird Und reduziert. ja, spielen wir mal wieder Star Wars Battlefront 2. Die Auswahl ist nicht groß, aber ich hoffe, dass wir wieder mal eine gute Partie haben werden und ja, wieder die Karte Naboo auf Seiten des Imperiums diesmal. Nein, das wollte ich auch sammeln. Und ah! Wookie! Kleiner Cookie Wir verlieren schmeißt mit Verstärkung. Granaten um dir, aber es kann um dich, aber es kann ich auch. Fuck. Ein Kommandoposten für das Imperium. Ja, ich habe mir jetzt letztens auf Steam auch Star Wars Empire at War geholt. Da wird, glaube ich, der Online-Modus auch abgeschaltet, aber Ein Kommandoposten ist ich nicht werde mehr das unter jetzt der gar nicht Kontrolle vor des der Imperiums. Abschaltung zocken, Wir weil haben die Kontrolle über einen mit Game Kommandoposten Ranger wird da verloren. auch genügend Ein Möglichkeiten sein im Kommandoposten ist unter vorgegaukelten feindlicher Kontrolle. LAN-Modus, mit jemandem zu zocken. Also es muss nicht Ein unbedingt sein. Kommandoposten ist Scheiß. unter feindlicher Kontrolle. Die Leute verstehen hier Wir ihr haben einen Handwerk Kommandoposten und eingenommen. ja. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Ein Kommandoposten ist den Feinden in die Hände gefallen. Wir Und verlieren ja, ich weiß gar nicht, Verstärkung. wo ich war. Also Ein zocken wir Kommandoposten für das weiter. Imperium. Scheiße. Ein Kommandoposten ist nicht mehr unter der Kontrolle des Imperiums. Oh, genau, wir müssen die Kommandoposten sichern. Ah, fuck, Teamkamerad. Ein Kommandoposten ist den Feinden Ich in die wollte ja Hände eigentlich nur gefallen. Lea Unsere Verstärkung abschießen. wird reduziert. Ein Kommandoposten für das Imperium. Boah, es könnte auch ein bisschen genauer schießen, verdammt. Halt nur lesen, wie der heißt. Der ist hier hochmarschiert, gell? Der kann dann sich nicht irgendwie viel verstecken. Boah, was? Da gibt's so einen ganzen Durchgang. Hier war ich noch nie. Das hier oben kenne ich gar nicht. Das sieht man mal Kommandoposten wieder, wie man verloren. nach, Kämpft darum! schon nach 9 Jahren fast, das Game hier nicht kennt. Krass. Ein Kommandoposten ist den Feinden in die Hände gefallen. Wir verlieren Verstärkung. Ein Boah, ey, wenn Kommandoposten die für mich das abschießen mit Imperium. ihren Wir haben einen Schrotflinten, wäre Kommandoposten flippig eingenommen. aus. Alter, ist das ungenau. Erst die geupgradete Waffe ist gut. Ja, wo kommt man hier hin? Kommandoposten verloren. Kämpft darum! Die haben nicht mal meine Anwesenheit bemerkt. Das ist schon ein bisschen traurig. Schon ein bisschen Wir haben traurig. einen Kommandoposten eingenommen. Stirb! Nein! Ja, ist der Sniper. Ein Kommandoposten Braucht ist man sich unter der nicht Kontrolle wundern. des Wie heißt Imperiums. es? Der Feind verliert White House oder White. Verstärkungstruppen. Nein, White Mouse, okay. Ein Kommandoposten ist nicht mehr unter der Kontrolle des Imperiums. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Ein Kommandoposten ist unter feindlicher Kontrolle. Wir haben gerade Imperator Palpatine gesehen, was mir nie aufgefallen Ein ist. Kommandoposten In ist der unter alten feindlicher Trilogie hat, Kontrolle. sieht man ja, die großen Meister Palpatine und Yoda gar nicht mehr mit Lichtschwert. Das ist sehr interessant. So Wir große haben einen Meister, aber haben Kommandoposten keine eingenommen. Waffe. Ein Kommandoposten ist nicht mehr unter der Kontrolle des Boah, ist Imperiums. das Scheiße, ey. Wir haben einen Scheiße, Mann! Kommandoposten eingenommen.
Ja, die Wedge-Away, das Aufregen aus Schwimmhalvery wird fortgeführt, habe ich so im Gefühl. Mann, oh Mann. Kommandoposten verloren. Kämpft darum! Es geht hier ab. Alter, ich bin so scheiße geworden. Irgendwie kann ich gar nichts zocken. Ja, aber okay, das ist ein Wookie. Was will man da einem ausrichten? Kommandoposten verloren. Kämpft darum! Ein Kommandoposten für Woher das habe ich das ganze Imperium. Leben jetzt gerade Kommandoposten bekommen? verloren. Zurückholen. Die Waffe ist mir so Ein ungenau. Kommandoposten Leck ist unter mich. feindlicher Kontrolle. Kommandoposten verloren. Zurückholen. Unsere Truppe wird dezimiert. Kommandoposten verloren. Unfassbar. Kämpft darum. Ist ja klar, wenn da hinten ein Durchgang ist, gibt's ihn hier auch, aber das hier kannte ich auch nicht. Wurde das nachgepatcht? Ich habe das ernsthaft nie gezockt hier. Aber man muss doch sagen, die Bots laufen auch hier nie rum. Deswegen habe ich dem nie Beachtung geschenkt. Ein Kommandoposten ist unter feindlicher Boah, Kontrolle. wenn der jetzt Wir nicht gestorben verlieren wäre, hätte ich schon Verstärkung. gesagt, Alter, wie viel Leben können die haben? Der Wir eine haben ist einen runtergesprungen, aber Kommandoposten der lebt eingenommen. nicht mehr gut. Hey, Alter, ist Multiplayer geil. Ich werde mir erst jetzt damit Kommandoposten davon verloren. bewusst. Kämpft Das ist darum. schlimm. Kommandoposten verloren. Boah, Zurückholen. ey, Alter. Ja, nee, wenn ich eine genaue Waffe will, dann hole ich mir Sniper als nächstes. Genau. Uhuhu. Wir Gut verlieren Verstärkung. erobert. Ein Kommandoposten für das Imperium. Hä? Von wo kam die Waffe? Vielleicht war das ein Sniper, aber selbst das kann ich mir nicht erklären. Was wollen wir spielen? Ja, Spürtruppe. So. Unsere Verstärkung wird reduziert. Ah, das ist ein imperialer Offizier, nicht schießen. Ein Kommandoposten für das Imperium. Fuck. Ja, Battlefront und Empire at War, das waren echt coole Spiele, die damals da nach Episode 3 released wurden. Also mich hat's gefreut. Ja, Alter, wenn das kein Headshot Wir war. haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Fuck. Heilen kann ich mich nicht. Das macht der Techniker, wenn ich mich nicht irre. Boah, Alter, Wuki. Ein Kommandoposten ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ein Das wird Kommandoposten ist eingenommen. nicht mehr unter der Kontrolle des Imperiums. Ein Kommandoposten ist den Feinden in die Hände Ja, gefallen. Wir Multiplayer verlieren Pros. Verstärkung. So viele und auch noch solche Schrotflintenklassen. Minen. Ich glaube, ich spinne. Das müsste ein guter Ort sein, um als Sniper zu spielen. Alter, einfach unglaublich. Stellt euch vor, in zwei Ein Wochen ist die Kommandoposten für E3, wenn das ich mich nicht Imperium. irre. Da kann das, da, was heißt kann? Da wird das neue Star Wars Wir haben die Battlefront von Kontrolle DICE über einen vorgestellt Kommandoposten verloren. und bin einfach nur gespannt, wie Ein das sein wird. Das Kommandoposten ist ist den echt Feinden in geil. die Hände gefallen. Wir verlieren Der Verstärkung. Nachfolger wird bald kommen. Beziehungsweise das Reboot. Nennt es, wie ihr wollt. Aber ja, ich bin echt gespannt, ob das der Serie gerecht wird. Und generell, welche Star Wars Games noch angekündigt werden. Das wird cool. Aber ein bisschen muss man sich schon aufregen. Stellt euch vor, ja, noch ist ja nicht bekannt, ob Star Wars Battlefront. Scheiße, ne Kampagne haben wird. Aber mal angenommen, es hat keine Kampagne. Es wird nur ein Multiplayer-Titel. Und schaut euch Battlefront 2 an. Irgendwann wird der Multiplayer von jedem Game Ein abgeschaltet. Kommandoposten Früher ist oder unter feindlicher später. Kontrolle. Wir Geil. verlieren Verstärkung. Heute Ein läuft Kommandoposten Multiplayer ist echt nicht mehr super. unter der Erst in Kontrolle des Schönwelvi Imperiums. abgekackt Ein und jetzt hier Kommandoposten so. ist nicht mehr unter der Kontrolle des Imperiums. Ein Kommandoposten ist den Feinden in die Hier Hände ist gefallen. Hoffnung. Alter, es ist spannend. Komm schon. Können wir irgendwie Kommandoposten zuschauen? verloren. Nein. Zurückholen! Schaut schlecht aus. Die gewinnen eh in Wir 10 verlieren Sekunden. Verstärkung. Wir haben verloren. Eine Niederlage, meine Freunde.
Dann sehen wir uns in der nächsten Map. So, wir sind auf dem Todesstern wieder. Klonkriege scheint irgendwie der gleiche Server wie letztes Mal zu sein, kann das sein? Die Republik hat einen Kommandoposten unter ihrer Kontrolle. Sie verlieren Verstärkung. Alter, sieht das gut aus. Weiter so. Können wir die jetzt stürmen? Ich versuche das mal. Feinde haben einen Kommandoposten dazu gewonnen. Ja, die haben schon was eingenommen. Aber versuchen wir die trotzdem mal zu waschen. Das wäre lustig. Es wäre echt lustig, wenn das jetzt klappen würde. Auch wenn ein Teamkamerad ist, mir ist das scheißegal. Wow, den habe ich nicht gesehen. Sorry. Die Republik hat einen Kommandoposten unter ihrer Kontrolle. Ah, meine Granate ist runtergefallen, gell? Verdammt. Das ist der Gefängnistrakt. Ja, wie gesagt, bis auf den Part, dass Obi-Wan hier rumläuft, könnte das durchaus das junge, frische Imperium sein, das die Reste der KOS vernichten will. Wir brauchen uns eigentlich gar nicht ins Setting reindenken, weil das ist das Multiplayer. Den Singleplayer will ich ja eh noch gesondert Let's Playen, weil die Erfahrungen sind ja schon gemischt, muss man sagen. Boah, ich liebe das. Ich liebe das. Ich werde jetzt auch so krank rumlaufen. Aber nein, ich würde ja natürlich alles wieder treffen. Das ist ja so klar. Scheiße. Wow. Palpatine. Boah. Laufe ich als Held rum, bam, weg. Aber laufen die rum, sind sie unaufhaltbar. Ach. Ich muss jetzt joinen. Er ist noch da. Feind hat einen Kommandoposten eingenommen. Lauf in die Granate rein, lauf in die Granate rein. Kann nicht mehr lange haben, der kann nicht mehr. Ja! Boah, ich habe ihn gekillt. Und ich darf auch als Obi-Wan spielen. Das machen wir gleich, wenn die Zeit, wenn der Counter fast zu Ende ist. Wir wollen hier noch einiges machen. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Aber ich werde hier nicht mehr viel reißen, so. Räumen wir hier hinten auf. Obi-Wan Kenobi hier. Habe den Feind. Hoffentlich verkacke ich es nicht, das wäre so peinlich. Ein Kommandoposten ist verloren, aber nicht die Schlacht. Nehmen wir das hier ein und ich will dann noch ein da unten lang. Für die Republik. Der Feind hat einen Kommandoposten eingenommen. Yeah, wir nehmen ein, da ist nichts, zumindest ist da alles frei. Aber ich höre Geballer. Ne, passt alles. Nichts ist gespawnt, alles geht seinen Weg. Ja. Moment, ich will euch hier einen Bug zeigen. Seht, schaut mal Obi-Wans linken Schenkel an. Ich dachte früher mein PC scheiße, aber die haben echt irgendwie beim Skin rumgeschlammt. Da wird was angegriffen, also gehe ich dahin. Hoffentlich sind das unsere Meme. Die Brücke steht, gut. Bam. Okay. Haha, er hat mich nicht gesehen. Nein, ich bin reingerannt. Fuck. Ich sag ja, bin ich mal ein Held, wissen die sofort, wie man mit mir umgehen muss. Klonkommando habe ich lange nicht gezockt. Beziehungsweise habe ich den immer irgendwie gemieden. Muss ich mal probieren. Hier im LP hatten wir ihn mal, aber nur kurz. Ein Abonnent mit mir versucht halt mit mir online zu zocken. Da werdet ihr jetzt wahrscheinlich gesehen haben und irgendwie findet er die Server nicht, die ich habe. Kann das sein, dass ich Patch 1.1 habe, inklusive unofficial Patch 1.3 von den Fans? Ich habe gerade 1.1 genannt. Vielleicht ist es auch 1.2 für Battlefront, weiß ich nicht. Vielleicht gab es zwei Patches von Entwicklerseite aus. Aber ja, egal. Na, außer hat Steam also. Naja, er war in Steam gerade nicht grün, deswegen. Boah, ich bin scheiße. Bestimmt falle ich hier runter, gell?
Boah, ist das zum Kotzen. Bin ich scheiße. Der Zellentrakt wurde eingenommen. Die Ansicht ist scheiße. Da ist einer. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Ein Kommandoposten ist unter der Kontrolle der Republik. Ja, super. Der Bonus gilt jetzt bestimmt noch für mich. Ja, keine 7 erledigte was. Irgendwie gefühlt habe ich nie einen Kill hier hingelegt. Weder ein Chivalry noch hier, Mann. Es regt einfach auf, ganz ehrlich. Der Feind hat einen Kommandoposten eingenommen. Unsere Verstärkung wird aufgerieben. Wir sind vergiftet, scheiße. Da hilft doch eigentlich das hier, oder? Das Gift läuft immer noch, aber wir sterben nicht. Außer man schläft natürlich. Der Feind hat einen Kommandoposten. Oh, da kommt ein ganzer Haufen. Das geht nicht gut, gell? Wow, verschwinde! Nein, nicht! So ein Lacker. Kommandoposten wird angegriffen. Irgendwie weiß ich nicht, was meine Klasse ist, ganz ehrlich. Wie gehen die mit diesen Dingern ab? Ja, jetzt geht's, wenn ich mal so einen Wurf teste. Jetzt habe ich sie verschwendet, aber egal. Testen muss sein. Da ist was. Alles leer, okay. Nehmen wir. Kommandoposten wird angegriffen. Verstärkung mehr erübrigen. Gut, ich habe mitgeholfen. Hab zwar nicht aufgeräumt, aber ich habe mitgeholfen. Du brauchst was, gell? Tut mir leid für meine Manieren. Nimm. Noch ein Hallo, mein Freund. Was sind das für Manieren? Feinde haben ein Kommandoposten dazu gewonnen. Okay, es reicht. Fernlenkrakete gehört uns. Da wurde was eingenommen. Der Feind hat einen Kommandoposten eingenommen. Wahaha. Warte, Mann, ey, wie der Wurf kacke war von der... Von was ist das? Detonationsbock. Inoptimal-Detonator ist was anderes. Boah, ich liebe es, so scheiße zu spielen. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist gar nicht mein Tag. Ich werde gleich aufhören. Probieren wir mal das. Noch ein Kommando. Hauen wir mal ordentlich drauf. Ein Kommandoposten ist jetzt unter feindlicher Kontrolle. Ah, nee, ich wollte zur Pistole wechseln. Im Multiplayer schießt das Teil nie, kann das sein? Oder schießt es generell nie? Irgendwie gab es da so einen Bug. Boah, Alter, mich langweilt das Schloss auf ins Gefecht, um nochmal zu sterben. Oh, Droidikas gibt's auch noch hier. Habe ich voll komplett vergessen. Mann, da wäre mein Raketenwerfer so gut. Boah, warum sind wir so scheiße? Spiel gleich aus, Mann. Wir sind heute echt beschissen. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Aber Chivalry, obwohl ich da die letzten Tage passabel bis gut gespielt habe, komplett beschissen heute im LP. Und das hier, ja. Okay, ich war nie gut im Multiplayer. Battlefront 2 muss man sagen, aber... Runter! Yeah, Köln 07 erledigt ja mal was.
Oh, wieder. Das ist unsichtbar. Ja, Cortana gibt's nicht, hä? Zeig mir die Minimap da bitte an. Haha, lauf nur saftig rein. Scheiße. Hä, wieso lädt... Dann wahrscheinlich sein Schild nur für eine Sekunde wieder aktiviert. Ja, die tricksen hier rum, die Leute. Es wird nichts, gell? Es wird... Dark Bobist. Geile Sau. Mann, Leute, sorry, aber... Alter, ich schweig jetzt nur noch. Irgendwie habe ich nichts zu sagen. Oh, wir sind noch am Verlieren. Gutes. Wäre peinlich, wenn wir am Siegen wären und ich mich trotzdem aufregen würde. Ach. Keine Belohnung ist das Ganze hier wert. Die Republik hat einen Kommandoposten unter ihrer Kontrolle. Sie verlieren Verstärkungstruppen. Weiter so. So, es bringt eh nichts mehr. Noch zwei Leute müssen von... Ja, da sieht man's. Da sieht man's. Wir sehen uns in der nächsten Map, Freunde.